Weiter geht's mit Teil 2 meiner Serie über das Logic 11 Update und in diesem Teil schauen wir uns die Neuerungen im Drummer und im Drum Kit Designer an und die sind wirklich phänomenal. Du kannst jetzt eigene Grooves, eigene Rhythmen im Drummer erstellen und vieles mehr. Außerdem ist der Drum Kit Designer komplett neu produziert worden, die Drum Kits vom Drum Kit Designer und auch hier hast du wesentlich mehr Möglichkeiten und die ganze Sache ist somit wesentlich versatiler. Gehen wir in die Praxis. Logic's Session Drummer hat ein komplett neues Interface bekommen und die wichtigste Neuerung hier, und das finde ich schon mal richtig gut, ist, dass du die Drummer jetzt nicht mehr hier im Inspector auswählst. Das fand ich eh schon immer so ein bisschen stressig, weil du immer hier nach links oben musst, sondern direkt hier unten im Drummer Interface selber. Das heißt, du kannst also hier reingehen. Ich kann jetzt hier meinen Drummer Typ ändern, ob ich einen Akustik Drummer, Electronic Drummer, Perkussionist und so weiter möchte. Ich wähle mir jetzt hier mal Funkrock aus. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Alternative, R&B und so weiter. Und deine Presets findest du hier oben im Drummer-Fenster für den jeweiligen Drummer. Soweit, so gut. Und jetzt kommen wir zur zweiten Neuerung. Das finde ich jetzt den einzigen winzig kleinen Nachteil hier. Und zwar findest du hier Komplexität und Intensität als zwei Schieberegler. Früher war das, du wirst dich erinnern, dieses XY-Display, also dieses Viereck, wo du hier diesen Point, diesen Pivot-Point hin und her schieben konntest. Das fand ich jetzt intuitiver, das finde ich ein kleines bisschen besser, aber Komplexität und Intensität lassen sich auch über diese beiden Schieberegler recht gut steuern. Gehen wir noch ein Stück weiter nach rechts, wird es richtig interessant und das finde ich jetzt wahnsinnig gut gelungen. Du kannst jetzt hier den Drummer bzw. die Instrumente des Drumkits individueller steuern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Snare und Bassdrum komplett ausschalten. Das ist so das Herzstück eines jeden Drumkits, Snare und Bassdrum. Und hier haben wir Hi-Hat, Ridebecken und Toms, die du auch individuell steuern kannst. Und wenn du hier drauf klickst, hast du verschiedene rhythmische Pattern, die du ansteuern kannst. Ich baue mir also einfach jetzt hier mal einen Groove zusammen, einen kleinen Funk Groove mit meinem ausgewählten Preset. Snare dazu. Becken oder eben Toms. Also das finde ich schon mal sehr gelungen und hier kannst du jetzt wesentlich individueller deinen Drum Groove gestalten. Was du auch individueller machen kannst, und jetzt wird es noch interessanter, ist die Details zu steuern. Du siehst hier die Ghost Notes, die kennen wir noch aus der alten Version, also die Intensität der Ghost Notes, das sind kleine Zwischenschläge sozusagen vom Drummer, aber du kannst jetzt die Anschlagstechnik von Snare und von Hi-Hat, die Spieltechnik sozusagen, die kannst du verändern. Und hier wird es jetzt spannend. Ich kann hier automatisch auswählen, dann macht er es für dich. Du kannst bestimmen, ob der Drummer in die Fellmitte schlägt, einen Rimshot macht. Das ist, wenn er auf den Rand und auf die Snare-Drum-Mitte gleichzeitig schlägt. Das hat dann so einen Knalleffekt, dass es also richtig laut ist. Du kannst einen Side-Stick wählen, wenn er den Stick auflegt, oder die Snare durch einen Tom austauschen. Das ist auch eine sehr, sehr tricky Möglichkeit. Das gleiche kannst du bei der Hi-Hat machen. Du kannst sie entweder geschlossen haben, also wenn der Drummer das Pedal ganz durchdrückt, ne, die beiden Hi-Hat-Becken sind geschlossen, halb offen, offen oder weit geöffnet. Das kann man zum Beispiel für Hardrock brauchen. Ich denke, das ist einfach zu verstehen und ich werde jetzt hier versuchen, meinen Rhythmus noch ein bisschen auszufeilen. Also du siehst, das geht wirklich recht zügig und vor allem auch recht einfach und es ist sehr einfach zu verstehen auch das ganze Prinzip, wie du hier deinen Rhythmus formen kannst. Noch individueller wird es jetzt und das finde ich der absoluten Knaller an dieser Neuerung hier in Logic 11, ist, dass du jetzt manuell Rhythmen eingeben kannst. Du erkennst hier ein Fenster sozusagen, so ähnlich wie der Step-Sequencer, die ganz einfache Version deines Step-Sequencers. Du kannst den Drummer jetzt programmieren oder zumindest Bassdrum und Snare Drum. Du kannst deine eigenen Groove für Bass Drum und Snare Drum eingeben. Und das eröffnet jetzt natürlich nochmal wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten. Ich probiere das mal. Und wenn ich jetzt hier einzeichne, beobachte mal bitte hier oben die Drummer-Region, dann siehst du, dass ich hier zeitgleich auch diese, ja, Fake-Wave-Spuren, sage ich mal, dass die sich hier verändern.
Und ich gebe jetzt einfach mal ein und verändere diesen Rhythmus von Snare Drum und Bass Drum von diesem Groove jetzt hier komplett. Also absoluter Wahnsinn. Und hier kannst du wirklich, ohne irgendwie Drums programmieren zu müssen, also wenn du das hier nicht machen möchtest, kannst du ja auch nur mit diesen beiden Tabs arbeiten. Hier eröffnen sich dir nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten als bei der Vorgängerversion. Also auch hier wirklich Note 1 mit Sternchen, alles richtig gemacht. Direkt mit dem Drummer verbunden ist natürlich auch der Drum Kit Designer. Und auch hier gibt es Neuigkeiten, denn die kompletten Drum Kits hier sind alle neu produziert worden. Zum einen. Und zum anderen hast du jetzt viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Du kannst nämlich alle Kits direkt untereinander austauschen. Und mit allen meine ich alle Drum-Kit-Parts. Das konntest du früher nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Bass-Drum gehe, dann siehst du, habe ich eine wahnsinnig riesengroße Auswahlmöglichkeit an Bass-Drums, die ich hier auswählen kann. Ich kann verschiedene Tom-Sätze wählen. Früher gab es hier, glaube ich, immer nur 3 Auswahlmöglichkeiten pro Drum-Kit. Das war natürlich so ein bisschen schmal, fand ich immer. Und jetzt hast du viel, viel mehr auf Snare Drums. Schau mal hier, es hört gar nicht mehr auf an Möglichkeiten. Also damit kannst du ein paar Stunden verbringen. Und das ist natürlich auch nochmal eine wahnsinnig gute Neuerung. Ich probiere jetzt hier auch nochmal direkt den Groove so ein bisschen zu verändern und gehe mal die einzelnen Instrumentengruppen durch, ob ich vielleicht noch ein bisschen besser hinkomme vom Sound her jetzt. Sehr schön. Also du siehst auch nicht nur den Drum Groove, kannst du jetzt viel individueller und viel schneller meines Erachtens anpassen und bearbeiten, sondern auch die Sounds deines Drum Kits. Ja? Gerade Beckensätze finde ich jetzt auch hier sehr wichtig, weil die kannst du hier austauschen. Das ging in der Vorgängerversion, glaube ich, überhaupt nicht. Und auch nochmal diese kompletten Drum-Gruppen oder Instrumentengruppen, die sich sehr, sehr schnell austauschen lassen, machen diese Drummer-Version von Logic 11 vom Polo 2 zum Lamborghini. Was hältst du von Logics neu überarbeitetem Session Drummer? Was hältst du vom neuen Drumkit Designer? Mich hat es auf jeden Fall absolut überzeugt. Schreib mir gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare. Falls dich dieses Update hier überzeugt hat und du möchtest gerne auf Logic umsteigen, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv beschleunigen kannst und wie du die Oberfläche, das ganze Verhalten von Logic, von dieser DAW auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Also Logic Workflow Checkliste unbedingt runterladen. Habe ich die ersten im unten Kommentar angepinnt. Ist ein PDF, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Falls du weitere Tutorials zum neuen Logic 11 Update sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da packe ich alle Videos rein, die ich jetzt diese Woche noch drehen werde zu Logic Pro 11. Ich schicke dir viele Grüße im Moment aus meinem halbfertigen Studio auf den Philippinen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!